Kutan Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. Kutan Immobilien. Ein neues rotes Sandsteingebäude in der Heidelberger Bahnstadt gegenüber dem Europaplatz. Am 20. April stand es im Zentrum der Aufmerksamkeit der Bürger, denn da fand der Tag der offenen Tür statt. Zwischen 10 und 18 Uhr konnten sich die Besucher im 30.000 Quadratmeter großen Gebäude ausführlich umschauen. Zahlreiche Räume mit insgesamt 3.800 Sitzplätzen, verteilt auf drei Ebenen des gigantisch großen Gebäudes. Hier werden Kongresse, Tagungen und Großveranstaltungen stattfinden. Ein internationaler Austauschort für Ideen und Innovationen in Wissenschaft und Wirtschaft. Heidelberg Marketing-Geschäftsführer Matthias Schiemer informiert über die Entstehung des Heidelberg Congress Center HCC. Andreas Wesante und Florian Walter von Gelo Architekten AG sprachen über das Architekturkonzept. Oberbürgermeister Eckhard Würzner hob bei seiner Begrüßung der Anwesenden die Bedeutung des HCC für Heidelberg hervor. Ja, also ich glaube, wir haben 30 Jahre lang immer wieder gesagt, wir brauchen ein Konferenzzentrum. Das war schon unter Nils Größens Zeiten so. Die Universitäten, die Forschungseinrichtungen haben das dringend gefordert. Wir brauchen für unsere Jahrestagungen, für unsere internationalen Tagungen solche Flächen. Und jetzt ist es Wirklichkeit geworden. Hier haben wir jetzt 10 Tagungsräume, einen großen Saal, passt hervorragend auch in Kombination zum Rosengarten, zu den Größenordnungen, also mit der Region abgestimmt und können endlich auch diesen internationalen Tagungsort, Kongressort Heidelberg würdigen und auch entsprechend umsetzen mit diesem neuen Konferenzzentrum. Werden im HCC schwerpunktmäßig nur Kongresse und Tagungen stattfinden? Das ist der Schwerpunkt. Ich gehe mal davon aus, 70% werden genutzt durch diese Strukturen. Wir haben natürlich auch große internationale Kulturveranstaltungen, die wir hier durchführen können. Aber der Kulturbereich, gerade Konzerte, dafür wollen wir unsere historische Stadthalle als Konzerthalle auch ertüchtigen. Also von daher eine gute Kombination. Was hat das Heidelberg Congress Center gekostet? Also gekostet hat es für ein solches Konferenzzentrum 110 Millionen Euro. Das hört sich erstmal viel an. Ich bin aber sehr froh, dass wir trotz Corona, trotz des russischen Angriffskriegs sind ja die Energiepreise, auch die Baupreise explodiert, dass wir dennoch dieses Projekt in diesem Rahmen auch realisieren konnten. Der zweite Punkt ist, wir sind jetzt schon mit 50 Buchungen in diesem Jahr. Wir haben schon über 60 Buchungen im nächsten Jahr. Also es kommen jetzt schon die ersten Anrufe, Herr Oberbürgermeister, wir brauchen jetzt Sie, damit der Kongress einen Vorzug bekommt und nicht der. Also es ist genau das, was wir uns vorgestellt haben.